Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem kleinen Spezial. Mir wurde nämlich netterweise was zur Verfügung gestellt, um euch das mal zu präsentieren und zu zeigen. Also da war so eine Kampagne, da konnte man sich anmelden als Blogger, YouTuber und konnte sagen, ich möchte gerne ein Video darüber machen und meinen Abonnenten das vorstellen. Und ich habe das Vergnügen bekommen, euch die Prinzenbox vorzustellen, also Prinzenrolle Box. Und hier seht ihr denn von Brandnotes Box. Die kannte ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Also die Boxen, ich kenne so Boxen mit Lebensmitteln und so, kenne ich. Aber Brandnote Box kannte ich jetzt so nicht. Hab mir die Webseite mal angeguckt, die haben echt ein paar geile Sachen drin, muss ich sagen. Und ich habe da auch für mich und meine Frau so ein Paket gesehen. Da, die haben verschiedene Pakete mit verschiedenen Lebensmitteln und so. Und da sind auch so, ich bin nicht so der Spezialitätentyp mit irgendwelchen großartigen Gewürzen und so. Meine Frau ja, ich nein. So, aber jetzt packen wir da mal aus. Und da habe ich auch so Süßigkeitenboxen gesehen und immer was Neues und Markenartikel mit bei, steht da drauf. Und es sah so im ersten Augenblick echt geil aus. Also ich muss echt mal, bin da echt am Überlegen, ob ich mir dann nochmal so eine Box hole. So mit Lebensmitteln und die ich euch vielleicht auch mal zeige. Aber da, meine Frau ist ja jetzt erst aus dem Urlaub gekommen, da konnte ich ihr noch nicht zeigen. So, gucken wir mal, was wir da Schönes drin haben in der Prinzenrolle-Box. Das werdet ihr dann, auf jeden Fall werdet ihr das in den nächsten Streams auch sehen, was ich da denn futter, weil, ja. Ah, hier, ich habe einen Gutscheincode, den halte ich mal zu. Und dann haben wir hier so eine Box, anstatt 12,99 für 9, die können, da einen Gutscheincode, den ich einlösen kann, ist doch cool. Jedenfalls haben sie verschiedene Boxen da. Ach, noch ein Gutscheincode. Wartet, für die große Box. Die kostet eigentlich 19,99, jetzt 17,99 mit Wein und so. Ja, da ist ja bestimmt was für meine Frau mit bei. Ich trinke ja keinen Wein. So, dann haben wir hier die Prinzenrolle-Box. So ein Prinzenrolle-Set. So, was haben wir denn? Zum Knabbern und Knuss. Zum Knabbern und Küssen. Probier was Neues. Oh, da ist aber, da sind Sachen mit bei, die kenne ich gar nicht von Prinzenrolle. Okay, das werd ich euch nicht vorlesen, das gucken wir uns jetzt an. Haben wir hier noch? Prinzenrolle, das Magazin. Mhm. Prinzenrolle hat so ein Magazin. Okay, mit Gewinnspiel unten, Kreuzworträtsel. So, oi. Ich fange mal mit der Prinzenrolle an. Da haben wir hier einmal eine blaue Prinzenrolle, 60er Jahre Design. Also so sah die Prinzenrolle in der 60er Jahre aus. So sieht er vielleicht ein bisschen besser an Prinzenrolle. Dann haben wir 70er Jahre. So sah es in den 70ern aus, da war der dann größer vorne drauf. Ich mache die mal so, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Dann haben wir hier Prinzenrolle. Ach, 50er Jahre! Also die Sarah in den 50er sah besser aus als in den 60er. Aber das war wohl der Zeitgeist. So mit der Kunst und so. Also finde ich 50er eigentlich ein bisschen schöner so, ja. So. Da habe ich ein paar Tage was zum Knabbern beim Livestream. Bestimmt 2 Tage. Prinzenrolle Vollkorn. Aha. Wusste ich ja nicht, dass es sowas gibt. Wusstest du das, Schatzi, dass es Prinzenrolle Vollkorn gibt? Ist bestimmt gesünder denn. Also da oben steht Vollkorn. Seht ihr das, Vollkorn? Also ich, muss ich echt sagen, die kenne ich nicht. Also, leck mich am Arsch! Schokoduo. Kennst du die? Du kennst die? Ich hab die noch nie gesehen. Neu. Ah, die sind neu. Das sind die, die haben halt einen Schokoteig oben und Schokoteig unten und Schoko in der Mitte. Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Da hast du recht. Ja, meine Frau hat's recht erkannt, das sind die ersten, die weg sein werden. So. Ich wollte ja heute eigentlich kein Video machen, weil meine Frau ja heute den ersten Tag wieder da ist. Aber
das stand vor der Tür und ich musste unbedingt das Video machen, weil wir wollten nicht unbedingt wissen zusammen, was da drin ist, weil meine Frau ja dann wieder arbeiten muss. Und die wir wollen ja heute noch Film gucken, ja, da haben wir was zum Knabbern. Alter, seit wann gibt's denn die? Die habe ich hier noch nirgendwo gesehen. Also nochmal, Doppelschoko, im Prinzip Dreifachschoko. Schoko oben, Schoko mittel, Schoko unten. Ach, jetzt nochmal, Vollkorn ist auch nochmal mit bei, Hase. Vollkorn ist auch nochmal ein zweites Mal mit bei. So. Dann haben wir hier auch zweimal die Mini-Prinzenrolle. Perfekt für unterwegs. Also da kann ich, da haben wir fünf Stück, also zweimal A5 Packs, also fünf Abteilungen. Fünf. Also da könnte man vielleicht eventuell versuchen, die für den nächsten Polenfahrt, wenn wir wieder nach Polen einkaufen fahren, übrig, also aufzuheben, dass man die dann unterwegs knabbern kann. Man könnte es versuchen, aber es wird nicht klappen. Aber der gute Wille ist schon mal da. Oder, Schatzi? Ja. Der Wille zählt ja auch. Ah, hier haben wir noch eine Tüte. Hier haben wir noch, was haben wir noch? Oh. Prinzenrolle Milchschatz. Kennst du Prinzenrolle Milchschatz, Schatzi? Hier? Die kenne ich auch nicht. Ich glaube, die sind auch neu. Ja, die kenne ich gar nicht. Das ist halt Prinzenrolle. Der Teig sieht jetzt etwas dunkel aus. Ich kann jetzt, also ich denke mal, der ist nur dunkel backen. Ich weiß es nicht, also so auf den ersten Blick. Und da ist in der Mitte weiß. Das ist Prinzenrolle Milchschatz. Also kenne ich nicht. Und davon sind auch zweimal mit bei. Dann haben wir hier, ich guck mal noch schnell, dreimal. Ja, dreimal haben wir denn das hier noch. Schoko Double. Das ist eigentlich, sieht aus wie eine normale Prinzenrolle. Nee, dreimal Schoko. Und das jetzt sieht aus wie eine normale Prinzenrolle mit Schokoguss. Also das, ja, Double steht da unten, aber da ist auch dreimal. Also sollen drei wohl drin sein? Müssen wir mal gucken. Und davon haben wir auch dreimal. So, dann haben wir hier noch zweimal. Entschuldigung. Hier ist noch immer. Viermal haben wir. Viermal. Und dann, dann haben wir hier noch große Pakete davon. Viermal die einzelnen. Hier sieht man es. Das sind, also drei sind da drinne. Also in dem sind drei Stück drinne. Und da haben wir hier so ein, also vier Stück einzeln. Denke mal, die haben vom Platz her nicht mehr reingepasst. Und dann haben wir halt hier nochmal, wo Viere drinne sind. Da seht ihr das. Praktisch vier von diesen großen, wo jeweils drei drinne sind. Da haben wir auch noch zweimal. Im Prinzip sind es, kann ich euch ja zeigen, so. Und dann halt das vierte. Im Prinzip sind es drei. Ja? Drei Packungen. Ich denke mal, das wird vom Platz her nicht mehr erreicht haben. Verständlich bei der Masse, was hier drinne ist. Was haben wir hier noch? Oh, ein Beutel. So. Prinzenrolle Beutel. Ich mache euch mal hoch. So ist ein bisschen freundlicher, wenn ihr mich dabei angucken könnt. Sei immer du selbst, außer du kannst ein Prinz sein. Der ist geil. Hase? Ja. Hier steht es auch drauf. Ich soll immer ich selbst sein. Es sei denn, ich kann ein Prinz sein. Kann ich ein Prinz sein? In meinem Alter nicht mehr, wa? Ich dachte, der Zug abgefahren. Das ist jetzt auch abgefahren. Aber ich bin dein Prinz, oder? Dankeschön. Ach. Und dann haben sie hier auch ein Hashtag. Wartet. Hashtag. Echte Prinzenroll. Was? Echte Prinzen kommen weiter. Wartet. Ich zeige euch den Hashtag da unten. Ach, falsch rum. Wartet. So lang? Ja, so lang. Da unten. Hashtag echte Prinzen kommen weiter. Am Stück geschrieben, logischerweise. Ist ein Hashtag. Ist ja geil. Mir gefällt's. Ich bin vor allen Dingen happy über die Dinger, ey. Wie gesagt, also die sind Sachen mit bei. Also wenn ihr das jetzt seht,
Wie gesagt, ich wohne in einer kleinen Stadt. Wir haben hier 14.000 Einwohner oder so. Wir haben hier zwei Nettos, ein Aldi, ein Penny, ein Lidl, ein Edeka. Ein Rewe haben wir, glaube ich. Ja, Rewe haben wir auch und das war's. Also die hier kenne ich nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die kennt. Also die mit Schoko. Also Double Schoko da. Schoko Double. Und die Vollkorn kannte ich nicht. Ob ihr die Vollkorn kennt? Die kleinen, die kenne ich. Aber die Milchschatz kenne ich auch nicht. Da bin ich mal gespannt, was ihr schreibt, ob ihr die... Und die kenne ich auch nicht. Die sind mir... Also wie gesagt, das ist mir alle ganz schön neu. Ich finde es aber geil, bei dieser Box, den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung, dass halt hier verschiedene Designs mit bei sind aus den letzten Jahren, wie Prinzenrolle mal aussah. Und halt diese neuen Produkte, die ich jetzt nicht kenne. Und es ist alles Prinzenrolle. Finde ich geil. Finde ich saugeil. Und dann ist hier auch noch... Das mal. Dann ist hier noch der Prinzenmagazin mit bei. Und wie gesagt, dann auch noch von Brandnotes Box. So ein Zettel. Wartet mal, seht ihr das jetzt so? So. Seht ihr das? Ja. So seht ihr das. Und hier hinten ist auch noch... Ach, hier ist von Brandnotes auch ein Code. Wartet mal. Wenn ich das dir zeige, könnt ihr ja euren Scanner anschmeißen. Ich werde mal gucken, so dass ihr das vielleicht so, dass nicht so viel Schatten raufkommt. So. Einfach mal Pause machen oder so jetzt ranhalten. Ich versuche so wenig wie möglich zu wackeln. So. Und dann kommt ihr da auch hin. Link packe ich aber auch für euch natürlich in die Videobeschreibung. Ich bin happy, ich habe hier noch, ihr wisst ja, was ich für ein Süßschnabel bin und Nutella mit einem Löffel aus dem Glas, das ist für mich nichts, das ist, so ein Kilo Glas ist ja nichts, das ist ja, wenn ich strecke, zwei Tage, sonst weg. Ja, und vor allem die kleinen Dinger, die sind richtig geil, wenn ich abends streame oder auch hier die. Und vor allen Dingen auch bei den Keksen, weil die ja die Schokolade nicht einzeln irgendwo drauf ist. Gut, hier schon, aber dafür sind die kleinen, verschwinden schnell im Mund. Und wenn ich einen Controller in der Hand habe, kann ich da mal schnell zugreifen, so einen kleinen Keks rinnen oder immer abbeißen, beiseite legen und dann weiter zocken, da macht sich das dann richtig geil. Besser als mit Schokolade, so ein Stück Schokolade, naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wenn ich die verkostet habe, auch die Vollkorn, und dann werde ich euch mal sagen, wie mir die geschmeckt haben. Und die Milch, Schatz. Meine Frau kostet ja mit, dann kann ich euch auch sagen, was meine Frau gesagt hat. Wie gesagt, die kenne ich nicht. Also, kennst du die hier? Ja. Echt? Die kenne ich auch nicht. Die einzige, also das Einzige, was ich hier von dem ganzen Paket kenne, sind die Mini-Prinzenrollen. Und die normale Prinzenrolle, logischerweise. Das sind das Einzige, was ich kenne. Ich kenne sie nicht in Vollkorn, ich kenne sie nicht in Schoko. Die Milch, den kenne ich nicht. Und die Doppelschoko kenne ich auch nicht. Lebe ich so soll hinterm Mond? Ich werd alt. Ja. Okay, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, lasst einen Daumen oben da. Ich werde auf jeden Fall, guckt mal hier, vielleicht zur Weihnachtszeit, ich weiß es noch nicht, bin ich am überlegen, lass dich überraschen, so eine Überraschungsbox mir zu holen für 9,99 Euro. Habe ich hier einen Code mit beigekriegt, also anstatt 12 Euro. Also praktisch die hier. Jeden Monat eine tolle Überraschungsbox. Neues und beliebtes von Top-Marken. Mindestens 16 Euro Warenwert, inklusive Versandkosten und jederzeit kündbar. Also könnte ich jetzt praktisch sagen, hier, ich möchte nur immer einen Monat und schick mir das mal zu und danach könnt ihr das kündigen. Das läuft ja als Abo und dann, aber man kann es jederzeit wieder kündigen. Und es kostet anstatt 13 Euro, 9,99 Euro. Und hier ist halt auch Kekse mit bei, Brotaufstrich ist mit bei, hier ist ein Bild von Centis, Milch und sowas. Und dann haben wir hier noch so eine große Box. Lust auf Neues. Bio, oh hier, das ist für Bio-Liebhaber. Bio und neue Produkte für Genießer. Bin ich ein Genießer bei Lebensmittelnase? Kommt drauf
Okay. Bei Nutella nicht. Was? Bei Nutella nicht, da schlingst du nur. Bei Nutella schling ich? Ja. Ey, guck mal, ein Kiloglas reicht doch einen Tag, reicht doch, oder nicht? Ja, für dich ja. Ja, dann sollen sie mal größere Gläser verkaufen. Habe ich bei Amazon schon geguckt, 3 und 7 Kilo. Aber die sind vom Preis her teurer, als wenn man halt 7 Kilo als einzelnen Tellerglas holt. Weil sonst hätte ich mir schon längst so ein 7 Kilo Glas so geholt. Oder Plastebeutel ist, Bottich ist das. Und das finde ich echt schade, dass das, na aber ja. Mindestens 25 Euro Warenwert, jederzeit kündbar. Ja, und hier sind dann halt so Bioprodukte drauf, hier sind auch Lebensmittel drauf und so. Und das finde ich halt sehr interessant so, weil meine Frau ist ja eher so für Experimentieren und kann man ja mal gucken, kann man ja mal machen oder so. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich zur Weihnachtszeit da mal 1 oder 2 von diesen Boxen bestelle für uns zu Weihnachten. Und dann machen wir da was Schönes zu essen. Weil zu Weihnachten gibt es bei uns kein Fleisch, weil Frau ist halt so. Das gibt es erst wieder am ersten Feiertag. Am ersten Feiertag darf es erst wieder Fleisch geben. Das ist wohl so in, darf ich gar nicht sagen, darf ich sagen? Im katholischen Glauben ist das halt so, dass es also da, wo meine Frau herkommt, das ist halt so, dass es da kein Fleisch gibt am ersten, also an Weihnachten. Und da sind 12 verschiedene, Hasi? 12 verschiedene Hauptgänge? Also 12 verschiedene Speisen. Ja. 12 verschiedene Speisen gibt und da kommt so eine Box hier schon gut, weil dann hast du die Nucht mit bei und dann kannst du mal was anderes machen, kannst du gleich experimentieren. Ich muss ja sowieso mitmachen, also ob ich will oder nicht. Nee, doch, mir hat sie gesagt, ich würde auch Schnitzel bekommen. Würde sie machen für mich. Sie würde aber den nicht essen. Okay. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin dann mal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.